Upcycling. Das ist für mich ein wichtiges Thema. Deswegen zeige ich euch, wie man so einen Stiftehalter aus Zeitungspapier machen kann. Oder aus einem alten Kochbuch kann man auch machen. Man kann auch vieles anderes noch machen, zum Beispiel bunte Körbe aus Werbungsprospekten. Davon hat eigentlich jeder genug zu Hause und dieses Material wird einem niemals ausgehen. Und man tut was Gutes, weil man gibt dem alten Zeitungspapier ein zweites Leben. Ich zeige euch, wie das geht in zwei Videos. Erstmal zeige ich mal, wie man Papierröllchen macht und im nächsten Video zeige ich mal, wie man diese zum Korb oder Stiftehalter verarbeiten kann. Viel Spaß! Für dieses Projekt brauchen wir folgendes Material: ein Schaschlikspieß oder ein anderes dünnes Holzstäbchen, ein Akkuschrauber, ein Kleber und Zeitung. Hier in dem Fall habe ich noch ein altes Kochbuch gefunden und das will ich auch verwenden. Ich fand es interessant, dass die Schrift in dem Buch wie eine Handschrift aussieht und das Papier eine interessante Struktur hat. Zuerst schneide ich die Seiten aus dem Buch raus. Dafür benutze ich einen Cutter. Die einzelnen Seiten schneide ich mal der Länge nach durch. Ich mache es mit der Schneidemaschine, aber man kann es genauso gut mit der Schere oder mit dem Messer machen. Ich nehme einen Streifen und beschmiere die rechte obere Ecke ein bisschen mit dem Kleber. Jetzt nehme ich meinen Schaschlikspieß und lege ihn an der unteren linken Ecke in einem Winkel, der ist etwa 60 Grad groß. Es ist wichtig, dass dieser Winkel mehr als 45 Grad hat. Damit erreiche ich das Ziel, dass mein Röhrchen ein Ende etwas dünner hat und ein anderes etwas dicker. Wenn das Röhrchen fertig ist, kann ich meinen Schaschlikspieß wieder rausziehen, indem ich es vorsichtig in die Gegenrichtung drehe. Mit dem zweiten Papierstreifen mache ich genau dasselbe. Kleber auf der obere rechte Ecke und Schaschlikspieß unten links. Meine Röllchen haben auf diese Art immer vorne ein dünneres Ende und hinten ein bisschen dickeres Ende. Hier das weiße ist das dickere Ende und das gelbliche vorne ist dünner. Ich kann jetzt das dünne Ende von dem ersten Röllchen in das dicke Ende von dem zweiten Röllchen reinschieben. Dafür benutze ich gar keine Kleber oder Draht oder keine andere Hilfsmittel. Mit ein bisschen Drehen und Drücken kann ich die beiden ineinander schieben, so dass man die Verbindungsstelle gar nicht erkennt. Hier arbeite ich weiter mit anderem Papier. Ich nehme hier Baumarktprospekte. Die haben ein sehr dünnes Papier und der ist leicht beschichtet, wirkt so ein bisschen glänzend. Und das Format ist sehr günstig, das sind sehr große Blätter, die ich in sehr lange Streifen schneiden konnte. Der Vorteil ist auch, wenn die Werbungsprospekte in der Mitte nicht geklebt sind. Am besten sind die, die einfach nur gefaltet sind oder getackert sind. Dann würde man den Tacker aus der Mitte rausnehmen und so kann man die gesamte Länge benutzen. Von den geklebten Prospekten kann man nur so eine halbe Seite benutzen. So, die Technik ist genau dieselbe, aber die Röllchen sind wesentlich länger. Die Länge von dem Röllchen entspricht etwa der Diagonale
von dem Streifen. Achtet mal bitte hier auf meine linke Hand. Die linke Hand wandert während des Drehens immer weiter nach oben und hält den Streifen gut fest. Und auch bei diesen langen Röhrchen kann ich hier auch dünnes Ende in das dicke Ende reinschieben und auf diese klebefreie Art die Röhrchen verlängern. Ich kann die Röhrchen auch wieder auseinandernehmen und wieder ablegen. Das geht jetzt ganz flott. Auch ein Katalog von Bonprix ist ein sehr gut geeignetes Material zum Röhrchen machen. Ihr seht hier, dass die Röhrchen wesentlich kürzer sind als die vom Baumarkt-Prospekt. Hier gehe ich mal wieder mal an mein Kochbuch ran. Erstmal muss ich ganz, ganz viele Seiten rausschneiden. Um viele Röhrchen auf einmal zu machen, lege ich mir so eine Art Treppe aus mehreren Streifen. Beim Streifen hinlegen überlege ich mir, welche Farbe soll mein Röhrchen haben. Hier in dem Fall habe ich zwei farbige Seiten, eine blaue und eine rote. Ich entscheide mich für die rote Seite, deswegen lege ich mal den Streifen so, dass dieser rote Teil, der rote Rand, rechts unten liegt, also verdeckt. Ihr werdet sehen, das Röhrchen, was jetzt kommt, wird rot sein. Jetzt montiere ich mal den Schaschlikspieß in den Akkuschrauber. Klebe alle Streifen auf einmal. Also alle Ecken werden auf einmal mit Kleber beschmiert und mit dem Akkuschrauber geht es einfach wesentlich schneller. Unten anlegen, 60 Grad Winkel, los geht's. Röhrchen ist fertig und die Farbe ist rötlich. Hier hat man es ein bisschen wenig gesehen, beim nächsten Röhrchen zeige ich es noch genauer. Hier habe ich einen weißen Rand. Ich möchte ein weißes Röhrchen machen. Der weiße Rand kommt verdeckt nach rechts. Röhrchen wird gedreht und es ist ganz weiß. Obwohl der Streifen bedruckt und bemalt war, Streifen ist jetzt weiß. Das Röhrchen ist jetzt weiß. Das nächste Röhrchen wird bunt sein, mit ein bisschen Blau, ein bisschen Grün und ein bisschen Gelb. Da ist es, mit Blau, Grün und Gelb. Ihr dünnes Ende lässt sich bequem in das dicke Ende von dem anderen weißen Röhrchen reinschieben und wieder auseinander ohne Kleber. Wenn ihr viele Röhrchen habt, muss man sie irgendwo zwischenlagern. Am besten geht es in kleinen Bündel, die man entweder mit Gummizug oder mit Papier zusammenbindet. Um diesen Bündel zu richten, am besten macht man das auf eine runde Handfläche. Und bitte niemals mit den Enden auf den Tisch klopfen, sonst habt ihr nachher Probleme mit dem Röhrchen verlängern. Also immer nur in die runde Hand. Hier noch ein Vergleich zwischen meinen Röhrchen aus dem Kochbuch und Röhrchen aus dem Baumarkt-Prospekt. Die aus dem Baumarkt sind wesentlich länger und haben auch andere Farbkombinationen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht,
wie man diesen Stiftehalter macht, schaut mein nächstes Video. Ich verlinke es hier im Bild. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir den Daumen hoch und abonniere meinen Kanal.